Sascha für Mobile Geeks hier. Wir sind auf dem Acer Touch Launch Event in New York. Acer hat gerade drei neue Geräte vorgestellt. Unter anderem hier das Acer Aspire P3. Ist es ein Tablet? Ist es ein Convertible? Ist es ein Ultrabook? Das ist ganz, ganz schwierig, weil es hat eine Funktion, die ich in der Form ehrlich gesagt noch nicht gesehen habe. Ihr seht hier, ist die Tastatur ja praktisch wie in so ein Sleeve so reingebaut. Lass uns aber erstmal über die technische Spezifikation unterhalten. Erstmal machen wir das wieder an. So, Windows 8 läuft natürlich da drauf. Es ist ein Core i-Prozessor eingebaut, Core i3, Core i5, hat 2 GB RAM, zumindest das Modell, was wir hier haben. 128 GB SSD, 11,6-Inch Display. Auflösung ist 1366 x 768. Wir gehen mal ganz kurz ums Gerät drumherum. Ihr seht, hier oben haben wir HDMI-Ausgang, dann USB 3.0. Tja, und was ist das denn für ein lustiger Anschluss? Das ist natürlich der Anschluss, das letzte. Habe ich, glaube ich, gerade im englischen Video total vermasert. Auf der anderen Seite haben wir einen Anschluss für euer Headset, Ein- und Ausschalter und dann entsprechend die Lautstärkeregelung. Wenn wir das Gerät mal ganz kurz zurücknehmen, dann haben wir hier noch den An- und Ausschalter an der Tastatur und so ein paar Status-LEDs. Ansonsten, wir haben es gerade schon mal ausprobiert im englischen Video, die Tastatur ist überraschend gut bedienbar. Also das fühlt sich wirklich gut an. Ihr habt hier einen sehr schönen Hub, der ist natürlich nicht groß. Große rechte und linke Shift-Taste, das gefällt mir ehrlich gesagt sehr gut. Aber ansonsten, ja, ich weiß noch nicht, was ist das überhaupt für ein Gerät? Wie ihr sehen könnt, ne? Also, ihr könnt das irgendwie so als Sleeve mitnehmen. Wofür diese Schlaufe ist, kann ich auch leider noch nicht so genau sagen. Also es ist für denjenigen, der im Grunde genommen irgendwie so, ja, nicht weiß, soll ich mir ein Ultrabook kaufen oder soll es nur ein Tablet sein? Es ist eine ganz interessante Lösung, die ich in der Form noch nicht gesehen habe. Aber irgendwie finde ich das so ein bisschen hibbelig hier, so wie das hier so gebaut wurde. Ich stelle das mal hin und ihr seht, ich meine, das hält ganz fest, aber sobald ich das dann irgendwie so abnehme, dann geht das in alle Richtungen. Und ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Übrigens, eine Webcam gibt es auch noch. Und zwar haben die eine 5-Megapixel-Kamera eingebaut. Die Frage ist aber, wo die denn hinten sein soll. Im Gegensatz zu Microsoft Surface, wo ihr einfach hinten noch eine Kamera habt und dann Sachen filmen könnt, suche ich die jetzt hier so ein bisschen. Es steht jetzt zwar vorne ganz dick drauf, 5-Megapixel-Kamera, irgendwie kann ich sie nicht so ganz finden. Natürlich, wenn wir im Windows 8 sind, ihr könnt ganz normal auch rübergehen auf den Desktop und dann seht ihr da, 111 GB gerade für die SSD angezeigt. Ihr könnt davon ausgehen, dass eine 120 GB SSD eingebaut. Ansonsten, interessantes Gerät. Wir können noch nicht zur Akkulaufzeit sagen, gar keine Frage. Was ist denn überhaupt für Akku eingebaut? Das müssen wir uns mal genauer anschauen, wenn wir davon dann ein Testsample bekommen. Aber das ist zumindest ein erster Eindruck, ein Hands-on vom Acer Aspire P3. Ich bin Sascha hier von Mobile Geeks auf dem Acer Touch Event in New York. Vielen Dank fürs Zusehen.